So Leute, jetzt sind wir hier in Mallorca auf dem Reitweg. Also diesmal kein Gleitschirm-Action-Video, sondern ein Wanderweg. Und der hat es schon in sich. Es geht hier richtig steil runter. Aber es ist ein Wahnsinnspanorama. Das ist echt der Hammer. Schaut euch den Film an, der ist bestimmt sehr, sehr schön. Die Wanderung auf jeden Fall. So, hier ist der Eingang zur Wanderung hoch auf dem Weg des Erzherzogs von keine Ahnung. Bin gespannt, wie es wird. Schaut es euch an. Ciao, ciao. Ja, das schlängelt sich jetzt hier immer so durch die Olivenbäume hoch. Geht so links und rechts, nicht so steil, schön im Schatten. Sehr angenehm. Es geht dann immer am Grat entlang. Mit zwischendrin echt wunderbaren Ausblicken. Valdemossa. Anstrengend? Ja, sehr. Nee, anstrengend nicht, aber heiß. Schwül. Refugio de Fauna. Christian sieht ja immer ziemlich fertig aus. Sieht deutlich sehr aus, wie sagt man, wie der junge Tag. Wie der blühende Frühling. Und hier geht's weiter. Uiuiui, bin gar nicht schwindelfrei. Ich bin einfach darüber gelaufen und da dachte ich, uiuiui, da geht es aber echt sehr steil runter. Das war echt cool mit den Wolken und so. Ja, da wird es ein bisschen schwindelig, gell? Ja. So, mein Puls hämmert, mein Kopfschmerz rast, meine Lunge brennt, Picture Point. Mein Körper schreit nach einer Pause und hier kommt da der Ausblick. Ist das nicht geil? Wie heißt jetzt dieser Aussichtspunkt hier? Wir sind jetzt am Mirador de Serra Gata de Les Cozze. Cozze? Oder so ähnlich. Otze. Onze. Oh, alles klar. Und wir biegen jetzt rechts ab. Dann geht es eine Weile flach. Und dann die letzte Steigung bis auf den Gipfel. Abstieg geht es jetzt wieder den Berg hoch und hinter der nächsten Kurve ist die Cava de Eremita. Mal schauen, was uns da erwartet. Was ist das? Keine Ahnung, eine Höhle von einem Eremit. Alles klar. Alles klar. Der erste Klettersteig. So, der Eingang zur Höhle. Hola! Hola! Hola, monsieur! Como estai? Oh! Ich mache Konzentration. Sehr gut. Da hinten ist ein Brunnen und ein Waschplatz. Da kommt wieder der blaue Eimer.
Das ist schon sehr eklig. So. Ich schätze, jetzt haben wir es gleich geschafft. Und werden gleich mit einem fantastischen Ausblick. Aber ich brauche schon langsam ein Sauerstoffgerät. Jo. Da sind wir. Meine Güte, das ist geil. Mit dem Nebel, hey. Krass. Ruhe, verdammt. Wir haben einen fantastischen Wind. Es ist schon recht kühl. Da kommt mir eigentlich sofort mein anderes Hobby in den Sinn, Gleitschirmfliegen. Aber hier ist ein schon aufspannend. An diesem Grat mit dem starken Wind. Das traue ich mir nicht. Das ist ein fantastischer Weg. Richtig. Jetzt wieder bergab. Der höchste Punkt ist geschafft. Auf ebener Strecke, schön im Wald entlang. Bergab Richtung Val di Mosa. Nachdem wir nun auch das Refugio passiert haben, mit angeschlossener Sanitäreinrichtung, geht es weiter bergab. Einer fast schon ausgebauten Straße Richtung Val di Mosa. So, jetzt machen wir hier eine kleine Rast am Brunnen. Leider ausgetrocknet. Wie geht's dir? Gut. Langsam geht's in die Oberschenkel, das Bergablaufen. Aber ich bin zuversichtlich. Zum Beispiel, wir schaffen's. Wir schaffen's. Das ist dem Köhler seine Stube zum Holzkohle machen. Der ist schon in Sicht. Quatsch, Val di Mosa. So, nach 5 Stunden, 12,5 Kilometer sind wir jetzt wieder am Auto angekommen. Und Fazit. Wie war's? Super, schöne Wanderung. Anstieg
leichter als befürchtet. Abstieg hat sich ein bisschen hingezogen, ein bisschen anstrengender als gedacht. Aber oben super schöne Aussicht. Also ich fand das die hammergeilste Wanderung, die ich je gemacht habe. Direkt nach Preikestolen in Norwegen. Nummer 2 in Europa. Insider-Tipp, Parkplatz direkt am Einstieg zum Weg, kostenlos. So ist es. Bis dann, tschüssi. Tschüssi. So, das haben wir uns jetzt verdient. Abschluss. Das ist geil.